Hast du dir schon mal Gedanken über deinen Vitamin-D-Wert gemacht? Das solltest du tun. Denn allein in Deutschland haben etwa 30% der Bevölkerung einen Mangel an diesem überaus wichtigen Nährstoff. Woran du ein Vitamin-D-Defizit erkennst? Das verraten wir dir heute hier bei Schrittanleitungen. Gib dem Video direkt ein Like und bleib bis zum Ende dran. Denn nur so erfährst du alle wichtigen Informationen zu diesem interessanten Thema. Erstens, Müdigkeit und Energielosigkeit. Viele Menschen fühlen sich heutzutage ständig ausgelaugt und angeschlagen und viele Menschen leiden an einem Vitamin-D-Mangel. Ein Zufall? Wohl kaum, denn Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind zwei der häufigsten Symptome eines Defizits an Vitamin D. Solltest du also darunter leiden, ist es wichtig, dass du deinen Vitamin-D-Wert kontrollieren lässt und bei Bedarf mit einem Nahrungsergänzungsmittel nachhilfst. So wird sich dein Zustand mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft wieder verbessern. Zweitens, häufige Erkrankungen. Vitamin D ist sehr wichtig für das Immunsystem. Somit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du öfters krank wirst, wenn du zu wenig davon hast. Vitamin D produziert dein Körper übrigens hauptsächlich durch Sonneneinstrahlung. Während im Sommer bereits eine Stunde draußen absolut ausreicht, musst du im Winter mehrere Stunden in der Natur verbringen, um deinen Tagesbedarf an Vitamin D zu decken. Eine Alternative? Nahrungsmittel wie Fisch, Eier und Avocado. Denn auch diese enthalten etwas Vitamin D. Die Sonne ist aber dennoch mit Abstand der wichtigste Bestandteil. Drittens, Haarverlust. Verlierst du in letzter Zeit übermäßig viele Haare? Neben Stress und Ängsten kann auch ein Vitamin-D-Mangel dafür verantwortlich sein. Lass deinen Wert am besten einfach checken. Denn wenn es tatsächlich daran liegt, kannst du mit einem Nahrungsergänzungsmittel schnell und einfach entgegenwirken. Viertens, Muskelschmerzen. Bei Muskelschmerzen denken die wenigsten an ein Vitamin-D-Defizit. Aber oftmals ist das die Ursache dafür. Auch hier lohnt sich ein Check. Denn einen Vitamin-D-Mangel zu beheben, ist einfach und innerhalb kurzer Zeit möglich. An dieser Stelle wollen wir aber auch erwähnen, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und eine Überdosis ist somit möglich. Nimm also Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D nur ein, wenn du tatsächlich einen niedrigen Wert hast. Fünftens, Diabetes. Für Diabetes kann außer zu viel Zucker auch ein Mangel an Vitamin D verantwortlich sein. Vor allem auch, weil Entzündungen Diabetes begünstigen und Vitamin D entzündungshemmend wirkt. Mit ausreichend Vitamin D kannst du also dein Risiko für Diabetes deutlich reduzieren. Kennst du deinen Vitamin D-Wert? Hattest du schon mal einen Mangel? Welche weiteren tollen Tipps und Tricks zum Thema Gesundheit hast du für unsere Community? Antworte uns in den Kommentaren, lass ein Abo da und aktiviere die goldene Glocke für regelmäßige Benachrichtigungen bei allen unseren neuen Videos. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, dass du einen Vitamin-D-Mangel ab sofort schneller und einfach erkennen kannst. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag!